Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Aufnahme von Nightmares from the Deep mit der Sirene. Wir können mal gucken. Ach Mann, das ist eben, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Ich habe gerade so einen Krampf hinter mir. Ich stelle gerade wieder ein bisschen mein System um. Doch wieder zurück auf Outer City audiotechnisch, also mikrofontechnisch. Was ist hier los? Ein Kabel. Aha, ein Kabel. Ein nasses Netzkabel einstecken? Auf keinen Fall. Zuerst muss ich es trocken wischen. Nehmen wir mal... Oh, ich trottel. Mann, nehmen wir mal diesen Lappen. Okay, gut. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Wir brauchen bestimmt ein Kabel. Ein Kabel, ich brauche etwas anderes. Wir schneiden das Kabel auf. Nee, kann man auch nicht. Kann man das nicht aufschneiden? Wir machen einfach weiter. Wir gucken einfach mal, dass das... Irgendwie muss ich das dann in der Post irgendwie zusammengefummelt kriegen. Wie gesagt, also so richtig, hier gehört etwas anderes hin. Gucken wir mal. Was aufschneiden. Spritze benutzen. Hier gehört etwas anderes hin. Na, vielen Dank. Fehlt hier noch irgendwas? Ein Kabel fehlt hier. Toll, ich habe ein Kabel. Und? Was ist jetzt? Ich habe doch ein Kabel. Gucken wir mal hier unten rein. Ich brauche etwas Scharfes, um die Klebestreifen durchzuschneiden. Ach, halt doch. Nee, ehrlich jetzt. Wirklich? Ach, okay. Fertig. Batterie. Da holen wir jetzt die Säure raus. Mit der Spritze. Nein, das klappt nicht. Wir nehmen erstmal die Gummihandschuhe. Was ist das? Schlüssel? Kommt auch nicht hier hin. Sollen wir mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt? Welche Nummer soll ich anrufen? Hm. Keine Ahnung. Was so ein bisschen schwierig ist, die Uhr im Auge zu behalten. Ich werde jetzt doch wieder am Stück aufnehmen. Ohne Verlängerungskabel kann ich die Mikrowelle nicht anschließen. Dann machen wir das doch. Hier dran. Jetzt geht die Mikrowelle. Und jetzt? Hier kann ich etwas erhitzen. Komm, ich erhitze die Spritze. Oder hier. Die Handschuhe. Aber warum ist die offen? Eigentlich geht doch das Licht... Ach ja, wenn die offen ist, geht ja das Licht an. Was kann ich denn hier erhitzen? Meine Güte. Gucken wir mal hierher. Zum Brunnen. Ob es da was zu holen gibt. Kann man mit ihm schnacken. Ah ja, Zange. Matrizenteil. Kann man mit der Zange... Kann man... Ja, damit kann man den Kram rausholen. Was so... Ah, den Brunnenschlüssel. Gehen wir erstmal hier weiter. Und weiter. Ja, und weiter. Und irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Audioaufnahme. Aber das Schöne ist, ich kann weiterhin muten. So, und dann bin ich wieder da. Kann ich zwischendurch mal einfach mal die Nase putzen. Das ist immer ein schönes Ding. Jetzt gehen wir hier lang. 5. Was? Wiederhole die Reihenfolge der wasserspeienden Fische, um den Brunnen zu entleeren. So. Es ist ja noch nicht ganz so schwer. Ist auch noch nicht so schwer. Vor allen Dingen, es macht keinen Sinn. Es macht so richtig keinen Sinn, aber ist egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es macht so richtig keinen Sinn, weil das Wasser, was oben aus den Mündern rauskommt, geht ja wieder in den Brunnen rein eigentlich und läuft nicht aus dem Brunnen raus. Aber ist ja egal. So, gucken wir mal hier lang. Was haben wir hier? Erstmal die ganze Plankton. Diesen Kanaldeckel werde ich von außen nicht öffnen. Aber, außer ich brenne mich durch die Stäbe. Ja, Feuerzeug haben wir doch. Eiskalt durchgebrannt. Okay, hier können wir nicht weiter. Müssen wir doch wieder hierher gehen. Gibt es hier irgendwas noch zu holen für mich? Ah, hier. Ja, geschlossen. Das haben wir ja alles schon gesehen. Genau, so viele Symbole. Ohne Hilfestellung durch eine Lösung werde ich nicht erkennen, welche wichtig sind. Hä? Macht für mich keinen Sinn. Soll ich jetzt auf so einen Hinweis klicken oder wie? Das macht wirklich keinen Sinn.
Aber irgendwo habe ich jetzt meine Taschentücher verlegt. Hier liegen sie. Ich nehme mir mal eins. Ich bin nämlich wieder mal verschnupft, wie immer. Suche und verwende. Okay, wir suchen noch das. Hier ist nichts, oder? Haben wir hier irgendwas? Hier oben gibt es was zu suchen. Ich brauche eine Kurbel für das alte Radio. Hm, ich habe keine Kurbel. Dann muss es ja hier irgendwo eine Kurbel geben. Ein sehr stabiles Schloss, aber vielleicht kann ich es mit einer chemischen Lösung öffnen. Okay, ich sag mal nichts. Hier gibt es ein Schloss, Schlüssel zum Schrank. So, gibt es hier noch was zu finden? Hier ist keine Kurbel. Hier kann ich etwas erhitzen. Wo könnte ich eine Kurbel finden? Karte. Hier bin ich. In der Pfandleihe. Schön. Die Frage ist, wo könnte was sein? Hinter Dose. Könnte hier eine Kurbel? Eine Kurbel fürs Radio. Vielleicht hinterm Radio. Aber man kann ja das Radio nicht mal beiseite rücken. Ärgerlich. Gibt's hier noch was? So, jetzt muss ich hier was machen. Ich hole mir jetzt hier raus das Zeug. Hier gehört etwas anderes hin. Das klappt nicht. Geht nicht. Danke. Danke für nix. Dass sie mir das anzeigt. Ich drücke jetzt auf Hinweis. So. Ja, toll. Und jetzt? Ich mag das nicht mit diesen Hinweisen, aber ich bin einfach gerade zu ungeduldig dafür. Ach, okay. Abnehmen. Na hey. Oh Mann. Gut. Nehmen wir die Spritze. Jetzt haben wir hier so eine chemische Lösung. Gucken mal, was passiert. Wir nehmen das und benutzen es hier. Ärgerlich. Jetzt ärgert es mich, dass ich diesen Hinweis dafür verwendet habe. Naja, gut. Was ist das hier? Dieser Eisblock ist zu kalt, um ihn mit bloßen Händen anzufassen. Ich sollte mir Handschuhe suchen. So, jetzt haben wir Handschuhe. Cola. Ist auch eine Cola drin. So, jetzt legen wir hier einen Eisblock rein. Machen die Tür zu. Wir müssen nicht mehr anschalten. Oh. Die Radiokurbel ist hier drin. Sehr praktisch. Jetzt hören wir mal ein bisschen Radio. Radio. Und jetzt? 974. Jetzt müssen wir uns da irgendwas... Jetzt müssen wir hier anrufen. 974. Boah. Was? Hä? Ein Telefon mit Geheimfach? Oder ist das kein Telefon? Das sollte eine Kasse sein. Hier so mit so einem... mit so einem Piepsgerät halt. Weiß ich nicht. Okay. Jetzt können wir hier an den Tisch ran. Das ist aber auch... Was haben wir jetzt? Eine Lötlampe. Okay. Das ist natürlich was. Damit kommen wir hier schon mal weiter. An Kollege Schnüschuh vorbei. Man muss ihn nicht mal anzünden. Das geht aber auch schnell. So ein bisschen Stahl schmelzen. Tolle Sache, das. Auf in den Untergrund. Ziel ausgeführt. Öffne einen anderen Weg zum Leuchtturm. Hier ist eine Küche unten drin in der Kanalisation. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Eine Ratte. Brunnen. Hier kommen wir zum Brunnen. Ja. Erstmal alles so abgehen. Jetzt gucken wir hier drauf. Leuchtturm. Wir haben eine neue Karte gekriegt quasi. Okay, das gehört mit dazu. Leuchtturm. Können wir noch was nehmen? Ein Teil der Donnerbüchse fehlt. Gucken wir mal drauf. Ja, nee. Gucken wir mal, welches Teil fehlt denn? Donnerbüchse. Ladestock. Was fehlt denn? Das haben wir. Die Mündung fehlt wahrscheinlich. Nee, die Mündung ist da. Haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Ist doch alles da. Versteh's nicht. Okay. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Es ist ein Spiel. So, weiter geht's. Gucken wir mal hier lang. Stelle das fehlende Buch zurück. Das Buch haben wir nicht. Ist das ein Donnerbüchsenschloss? Okay. Klar, ich hab das... Für mich war das ersichtlich, dass das da liegt. Okay, gehen wir mal hier rein. Wenn du die letzte Fackel abgebrannt hast, solltest du daran denken, deinem Prätorianer-Kollegen für die Wache im Labyrinth eine neue zu bringen. Das ist einfach. Baseballschläger, was Brennbares, Feuer und Haare.
oder sowas. Ich sollte das Gas anstellen. Stellen wir mal das Gas an. Kein Gas. Ich sollte den Herd überprüfen, um herauszufinden, was hier nicht stimmt. Cool. Oh, Hornets. Wow. Feuerzeug. Motherfucker. Entschuldigung, ich habe ein böses Wort gesagt. Wollte ich nicht. Diese lästigen Hornissen. Wenn ich mit der Herd greife, ich sollte sie mit einer Staubwolke verjagen. Okay. Das ist ja mal was ganz Neues. Eine Staubwolke. Gucken wir mal hier rein. Was gibt's hier? Irgendwelches Spielgeld oder was das ist. Was ist das? $20? Das ist hier ein Casino oder wie? 2. Das werden wir noch irgendwie brauchen. 1. Ist hier noch irgendwie irgendwas? Vielleicht irgendwelches gammliches Essen. Okay. Registrierkassentasten. Die brauchen wir. Ja, ich erinnere mich. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, gehen wir mal weiter, dass wir mal irgendwas finden. Jetzt holen wir uns die Donnerbüchse. Jetzt bauen wir uns die zusammen. Gucken, was da passiert. Ach so, okay, ja. Hey. Das da dran. Das da dran. Das muss hier dran. Und hier vorne da. Rüssel. Jetzt wird, vor allen Dingen ist es schön musketenmäßig. Ja, zuerst muss ich die Kugel einlegen und dann wird gestopft. Ich hätte erst gestopft, dann die Kugel eingelegt und nochmal leicht nachgedrückt. So rein vom Logischen her, damit das Pulver ordentlich verdichtet ist und die Kugel direkt drauf liegt. Aber lass das mal eine andere Sache sein. Jetzt gehen wir mal zu dieser Kasse. Guck. Oh, ich trottel schon wieder auf Hinweis geklickt, obwohl ich zur Karte wollte. Gehen wir mal zur Taverne und hauen da die Tasten drauf. Jetzt müssen wir was platzieren, die Kassentaste in der richtigen Reihenfolge, um beide Reliefplatten neu zu ordnen. Und die Schublade zu öffnen. Würde ja fast sagen. So, das ist ja quasi stellvertretend. Okay. Das hier ist ein Kopf. Den würde ich mal hier hinlegen. Nee, es haut nicht hin. Ich dachte, die drei entsprechen den dreien. Ah, hier, blau. Warte mal, das ist ein Hinweis. Blau. Rot. 1, 2, 3. Hier oben das. Ich meine die Farbe. Das muss doch ein Hinweis sein. Genau. Das muss ein Hinweis sein. So, testen wir das einfach mal. Wir legen das einfach mal hier hin. Nee. Nee. Ach halt, das muss einfach hier runter. Okay, nee, auch nicht. Warte mal, hier ist grün. Was machen wir denn mit grün? 10, 20. 10, 20, grün dahin. Fisch, warum sind da Fische? Verstehe ich nicht. Raff ich nicht ganz. So, welches ist denn jetzt das hier? Vielleicht hier rüber. Okay, das haben wir richtig. Die Seite haben wir richtig. Jetzt müssen wir nur noch das machen. Ich brauche hier oben. Das können wir so lassen. Das ist jetzt getauscht. Das sind quasi die zwei. Das ist der Kopf. Ja, und jetzt den auf den und dann den nochmal tauschen. Ja, und dann das tauschen. Nee, das tauschen wir nicht. Die tauschen. Die tauschen. Nee, die tauschen wir nicht. Die tauschen wir auch nicht. Also tauschen wir die. Mann, war das ein Rätsel. Okay, jetzt haben wir wieder so ein Matrizenteil gekriegt. Und Lochkarten. Das ist ganz
relativ praktisch. Hier ist wieder ein Suchding. Ein Siegelring, ein Baseballschläger, Flaschenöffner, Pfeffermühle. Erstmal alles angucken, was wir da haben. Das ist eine Pfanne. Das ist der Siegelring. Eine Reibe. Wir gucken mal hier rein. Da ist die Reibe. Und die Pfeffermühle. Okay, na gut. Da musst du mal quasi nur reingucken. Ein Flaschenöffner. Eine Glocke. Baseballschläger. Den werden wir sicherlich aus dem Rätsel behalten, weil wir den brauchen für die Fackel. Wasserhahn. Magnet. Nehmen wir den. Eine Gabel. Die haben wir hier. Nüsse. Haben wir da. Flaschenöffner. Flaschenöffner. Schwamm. Das ist meistens so. Und ein Trichter. Das ist ein Blasebalg, ein Trichter. So, das ging relativ schnell. Okay, können wir mal machen. Adlerauge. Errungenschaft freigeschaltet, sieht er wieder nicht. Schade. So. Weil ich im Vollbildmodus und nicht im Fenstermodus wahrscheinlich aufnehme. So, meine Vermutung. Gucken wir mal hier hin. Torbogen können wir auch was machen. Hier ist das nächste Rätsel. Uns hat sich einiges eröffnet. Brauchen wir so Bürstenteile, so wie es aussieht. Mhm. Bürstenteile, es wird bestimmt ein Kamm, den wir dann zusammen machen dürfen. Da, hier drüben haben wir noch nicht geguckt, in dem Bereich. Hier ist irgendwas, Bartpflege. Hier haben wir Bürstenteile. Jetzt brauchen wir nur das Geringelte, das ist da. Da haben wir die Objektteile auch gefunden. Ach, ein Objektteil fehlt noch. Gucken wir mal genau, wo das nun hier hin muss. Und ja, ich habe nur mal nebenbei kurz auf Audacity geguckt, ob das auch hinhaut. Audacity. Oder Audacity. Oder Audacity. Ja, das war nicht, jetzt nicht der lustigste Witz der Welt. Aber so ist es nun mal. Da ist das Horn. Okay. Jetzt haben wir hier so einen schönen Kamm draus gemacht. Ein Kamm. C-U-M. Natürlich nicht. Gehen wir mal hier hin. Da müssen wir bestimmt an die Perücke hier. Warte mal. In die Pfandleihe wollte ich nicht. Ich wollte an die Perücke. Jetzt können wir hier wahrscheinlich uns Haarborsten rausholen. Gucken auf die Karte und müssen hier runter. Müssen hierher. Echt? Hier hinten können wir nicht mehr reingehen. Jetzt können wir nämlich hier auf das Ding diese Platten drauflegen. So, und jetzt finde und klicke alle Symbolpaare an, um die Abfolge einzelner Symbole aufzudecken, die einen tieferen Sinn haben. Memory oder was? Also Muschel und Muschel. Gehört für mich zusammen. So, dann haben wir... Was ist das? Also Palme und Palme, Feuer und Feuer. Hier, dann machen wir erstmal Fisch und Fisch. Machen wir... Delfin und Delfin. Mal Fisch. Haben wir den irgendwo? Feuer. Ja, hier ist der Fisch. Das Feuer ist nicht mit drauf. Ich sehe Feuer und... Die haben einen tieferen Sinn. Ja, die passen nicht zusammen. Hier ist noch eins. Das raff ich nicht. Okay, vielleicht ist das durchgestrichen. Fisch drunter. Ja. Durchgekrickelt, das soll das, ey. Ehrlich. Da haben wir das. Da haben wir wahrscheinlich eine Truhe. Und jetzt haben wir diese drei Symbole übrig. Schönes Ding. Und jetzt kommen gleich die nächsten. Was ist da denn los? Und das ist schon ein bisschen abstrakteres Ding. Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. So. Gucken wir mal, hier so ein halbes X. Mann, sowas hasse ich, weil die auch gedreht sind und gedreht. Das. Da fehlt mir echt so ein bisschen das räumliche Denkvermögen dafür, das im Geist zu drehen. Das ist so eine komische 4. Dies hier. Da ist dieses komische Kreuz, was ich gesucht habe. Da. Da hätten wir das hier mit so einer 7. Gucken wir mal nach einer 7. Das ist ein F. Da ist noch so ein F drin. Wenn man sich da ein bisschen an den kleineren Zeichenteilen orientiert, geht es wahrscheinlich leichter. Hier ist so ein kleines A. Danach habe ich jetzt geguckt. Da
Das sieht aus wie ein Mensch. Ist hier unten? Ja, gut. Dann haben wir... Hier ist sowieso eine 7 drin, aber das ist nicht dieselbe wie da. Hier, das ist dasselbe, ja. Das sehe ich auch noch gerade so. Das ist dasselbe. Das wird jetzt auch weniger und leichter. Dann haben wir das. Und dann haben wir die 3 Zeichen übrig. Schön. Nehmen wir mit. Haben jetzt irgendwelche ominösen Informationen beschafft, aber fragt mich nicht, was die bringen sollen. Gehen in die Pfandleihe. Sind wir ja schon. Und jetzt?